Das Thema Regulierung stand im Mittelpunkt des Vortrages von Volker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Danke für Ihre Zeit. Herr Hellmeyer, hier am Mikrofon des Deutschen Derivateverbandes. Und Sie haben mehrmals formuliert beim Thema Regulierung, am Ende ist alles eine Machtfrage. Warum? Es ist eine Machtfrage, weil es geht aktuell an den internationalen Finanzmärkten um Fragen der Unterordnung. Wir haben immer stärker eine Unterordnung unter die Prämissen, die uns aus Washington gesetzt werden oder auch aus London gesetzt werden. Und das ist ein Risiko für die Strukturen, die wir haben. Und diese Strukturen bei uns sind die Grundlagen für unseren Wohlstand, für unseren Erfolg, für den Mittelstand, für das Thema Hidden Champions. Und in der Abstraktion wird das zu wenig erkannt, um was es hier eigentlich geht. Wir sind immer auf dem spezifischen Niveau der Regulierung, schauen, was man hier da verbessern kann. Wir sehen die große Geschichte dahinter nicht und das ist eine der Machtauseinandersetzungen. Was passiert gerade in Amerika mit Blickblick auf Regulierung? Erklären Sie es unseren Zuschauern, denn man verliert den Überblick. Ist nun eher Regulierung oder eher Deregulierung angesagt? Man kann es nicht mehr so richtig nachvollziehen, wenn man ins Weiße Haus schaut. Genau so ist es. Dort wurde erst Glass-Steagall unter Trump thematisiert, um jetzt in Richtung Deregulierung, also eine Entzahnung der Paul Volcker Rule zu gehen. Und damit haben wir eben keinen fairen Markt mehr. Auf der einen Seite in den USA noch nicht mal Basel II umgesetzt, bei uns Basel IV. Damit regulieren wir uns stärker, damit nehmen wir uns auch Marktkraft an den internationalen Märkten. Und wenn jetzt diese Deregulierung nochmal aus den USA kommt, die jetzt im Raum steht, dann verschiebt sich die Machtbalance am Finanzsektor nochmal zulasten Europas, zugunsten dann auch der Preisdeterminierungsmacht Washington, New York, London. Und das ist ein Risiko, denn über diese Marktmacht, die man hat, an entscheidenden Märkten, Future-Märkten für Rohstoffe, für Währungen, kann man eben auch Finanzkriege auf globaler Ebene führen. Und wir sind im Moment in einer Phase, wo die internationale Friedfertigkeit in Frage steht, wo wir von Wirtschafts-, von Finanzkriegen reden, wo das immer größere Räume einnimmt. Und da sollte Europa sich nicht in den Hintergrund drücken lassen. Und diese Form der Regulierung, die wir derzeit haben, führt aber faktisch genau dazu. Und davor warne ich, vor dieser Entwicklung. Wenn wir über Regulierung sprechen, schauen wir oft nach Amerika, so wie wir das gerade auch getan haben, und nach Europa. Was aber mit dem Rest der Welt? Es gibt nach wie vor diese sogenannten aufstrebenden Staaten. Und es sind mehr als aufstrebende Staaten, wenn wir beispielsweise auf China schauen, auf Indien, auf Russland und so weiter. Und es gibt nicht mehr nur das BRIC-Kürzel, sondern das BRICS-Kürzel. Und wir sehen genau in diesen Tagen einen Gipfel mit allen Staats- und Regierungschefs aus diesen BRICS-Regionen. Südafrika ist dazugekommen. Wie organisieren die sich in Sachen Regulierung? Sie haben auch eigene Regulierungen, müssen sich dann, wenn sie an unseren Märkten agieren, auch sich unseren Regeln unterwerfen. Insofern spielt es schon eine Rolle, aber sie gehen ihre eigenen Wege. Sie bauen sich ihre eigenen Strukturen auf mit einer AIB als Alternative zur Weltbank, mit einer New Development Bank als Alternative zum IWF, mit ZIPS als Alternative zum SWIFT-System. Das heißt, sie gehen eigene Wege und nicht unbedingt unsere und wir sollten eins im Auge haben. Diese Länder stehen heute für 63% der Weltwirtschaft, kontrollieren 70% der Weltdevisenreserven und haben 88% der Weltbevölkerung unter sich. Sie werden am Ende das Schicksal dieser Welt bestimmen und nicht mehr der Westen. Wir brauchen Wege, wo wir mehr miteinander reden, wo wir konstruktiv sind und nicht konfrontativ. In den letzten Jahren waren wir konfrontativ. Das ist keine Lösung im Sinne von Friedfertigkeit und Prosperität für die Welt und es entspricht auch nicht westlichen Werten. Muss Europa selbstbewusster werden? Europa muss selbstbewusster werden in dieser Phase. Die Präsidentschaft von Trump ist ein Katalysator, der Europa endlich aus der seit Jahrzehnten andauernden Pubertät befreien kann. Dass wir eine eigene außenpolitische Agenda entwickeln, die unseren Werten entspricht, aber die auch Toleranz hat. Es nützt ja nicht, Toleranz nur im Inland zu predigen und zu leben, sondern vielleicht auch mal zu leben gegenüber anderen Kulturkreisen, die noch nicht reif für das westliche Modell des Zuschnitts des 21. Jahrhunderts sind. Das ist wichtig. Ideen der Hanse wieder aufgreifen, miteinander Handel machen, nicht Sanktionen ins Leben zu rufen, denn aus Handel entsteht Friedenswille, entsteht Prosperität, aus Prosperität entsteht Freiheitswille. Diese Dinge gilt es für Europa wieder neu mit Leben zu füllen und nicht einfach nur helotisch anderen hinterherzulaufen in der Ausformulierung der Außenpolitik. Europa hat seit der Finanzkrise, seit 2008 auch viel sich mit sich selbst beschäftigen müssen, hat viele Problemfelder gehabt. Wie weit ist man da vorangekommen? Hat man sich zu Recht aus dieser Krise schon heraus reguliert und Strukturreformen durchgeführt oder ist da noch eine Menge des Weges vor uns? Wir haben sehr viele Strukturreformen gemacht und unterscheiden uns damit dramatisch von Japan, USA und Großbritannien, von unseren westlichen Konkurrenten.
Wir haben die strukturellen Haushaltsdefizite im Griff, wir haben die Nord-Süd-Divergenz bereinigt. Wir sehen jetzt auch, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Aber es gibt noch viele Themen. Wir haben immer noch zu große Staatsanteile an den Gesamtwirtschaftsleistungen. Zu sagen, jetzt, wir haben hier alles erledigt, wäre verkehrt. Wir haben viel auf den Weg gebracht, es ist aber, liegt auch noch viel Wegstrecke vor uns. Man wird ja nie eine perfekte Situation erreicht. Man kann immer nur danach streben, Dinge besser zu machen. Und da die Welt sich latent verändert, dynamisch verändert, muss man auch latent auf diese dynamischen Veränderungen weiter reagieren im Sinne von Strukturanpassung. Das heißt, das ist eine never-ending story. Nur wir sind komparativ im Vergleich zu unseren westlichen Konkurrenzregionen sehr weit vorne derzeit. Es gilt aber jetzt weiter, die nächsten Schritte zu gehen. Da bin ich dann mal bei der Forderung auch von Mario Draghi. Da liegt er richtig. Die Zinsen bleiben derweil niedrig in Europa. In Amerika gehen sie peu à peu nach oben. Auch da gibt es eine Divergenz mittlerweile zwischen den einzelnen Währungsräumen. Ich kann Sie nicht gehen lassen, Herr Hellmeier, ohne auch über Zinsen und Märkte gesprochen zu haben. Das erwarten die Zuschauer natürlich auch. Was bedeutet diese aktuelle Zinssituation für Geldanlage, für Börsen- und Kapitalmärkte? Wir sehen zweierlei. Wir sehen USA, die im Wachstum zurückfallen. Wir haben den schwächsten Wachstumsclip seit der Phase 2010-11, jetzt mit 1,5%. Strukturell schlecht, keine endogenen Kräfte, extrem hohe Konsumverschuldung, Unternehmensverschuldung und zuletzt eine Staatsneuverschuldung von 5,5% für 1,5% Wachstum. Das ist schlecht. Europa auf der anderen Seite, wiederkehrende Einkommen bestimmen das Wachstum. Wir wachsen weit über Potenzial im ersten Halbjahr, aufs Jahr hochgerechnet 2,4%. Wir sind auf einem guten Weg. Das bedeutet, dass sich die Zinsentwicklung der letzten zwei Jahre jetzt ein Stück weit umkehren wird. Ich sehe am Kapitalmarkt der USA, losgelöst von ein, zwei weiteren Zinserhöhungen vorne durch die Federal Reserve am Geldmarkt, keine nachhaltigen Steigerungen, sondern im Grunde genommen Zusammenlaufen, eine Verflachung der Zinskurve. Und in Europa sehe ich genau das Gegenteil. Wir haben endogene Kraft, die die Wirtschaft forciert. Und von daher, ja, Mario Draghi sagt, wir bleiben vorne beim Geldmarktzins lange noch unten, mindestens bis 2019. Aber der Kapitalmarktzins wird langsam hochgehen. Wir sind im Moment bei Zinsen und Bundesleihen bei 0,30. In sechs Monaten reden wir von 0,81%. Das heißt, bei uns eine Versteigerung der Zinskurve, USA Verflachung. Und das erhöht die Attraktivität des Euros. Wenn Sie doch eher skeptisch für die amerikanische Wirtschaft sind, wie erklärt sich dann, dass der Dow Jones immer noch bei rund 22.000 Punkten steht und dass wir in Europa, und da jetzt schauen wir natürlich aus deutscher Sicht auf den DAX, mit der 12.000er Marke kämpft und nicht endlich mit der 13.000er Marke? Das hat sicherlich damit zu tun, dass in den USA Aktienmärkte als systemische Anlageklasse wahrgenommen werden und da auch eine gewisse Kurspflege stattfindet über die Working Group und Financial Markets. Aber entscheidend ist eigentlich, wir sollten uns die Weltwirtschaft ansehen. Im Dow Jones, Standard & Poor's, im DAX sind Global Player angesiedelt. Die produzieren weltweit. Das, was, wie die Märkte im Moment reagieren, ist ineffizient. Also wir sagen, Europa stufen wir herab, weil der Euro steigt und damit die Gewinne geringer ausfallen, kann ich nur sagen, Irrtum. Das sind Unternehmen, die global produzieren, die ihre Head Offices noch in Deutschland haben, auch dort produzieren zum Teil. Aber das ist eine unprofessionelle Art und Weise der Analyse. USA hat eine hohe Bewertung, ja. Und die können sie meines Erachtens auch erhalten, trotz des relativ schwachen Wachstumspfades, weil diese Unternehmen hängen auch an der Weltwirtschaft. Das sind Global Player. Der Blick immer nur auf die nationalen Wirtschaftsräume ist in der heutigen Zeit der globalen Vernetzung nicht richtig. Wir haben in der Weltwirtschaft eine anziehende Dynamik. Das liefert Skaleneffekte für die Unternehmen, unterstützt damit die Unternehmensergebnisse. Ich sehe mehr Raum für Europa, unterbewertet, gut aufgestellt, auch bezüglich Bilanzierungsstandards besser aufgestellt als in den USA. Aber in den USA sehe ich relative Stabilität, Potenzial sehe ich in Europa und in aufstrebenden Märkten. Und wo sehen Sie die größten Risiken aktuell? Die größten Risiken liegen in der Geopolitik. Und die liegen jetzt in diesen Problemkreisen von Syrien, Ukraine, akut derzeit Nordkorea. In dem Moment, wo die Welt in Unfrieden zerfällt und aus kontrollierten, frozen, eingefrorenen Konflikten, heiße Konflikte werden, besteht kurzfristig Rückschlagspotenzial, aber auch nicht nachhaltig. Schlussfrage, Sie sind seit Jahren ein Befürworter von Sachwerten. Da gibt es derer viele, Edelmetalle, natürlich die Aktie, natürlich auch die Immobilie. Gibt es einen Sachwert, der für Sie aktuell am besonders spannendsten ist? Also für mich ist Gold spannend. Wir haben eine Korrektur über viele Jahre ausgehend von den Höchstkursen 2011 bei 1.900 Dollar gesehen. Wir hatten Tiefkurse so um die 1.100. Wir sind jetzt wieder in einer pubertären Phase der Aufnahme des Aufwärtstrends. Und der wird weitergehen. Smarte Investoren sollen sich an die Regeln Chinas halten. China geht konfuzianisch im Marathon vor und sie kaufen latent Edelmetallbestände an den Weltmärkten auf. Der US-Dollar wirtschaftet ab.
viele andere Währungen, der Renminbi oder auch der Euro, ist noch nicht reif, die Rolle zu übernehmen. Und dann wird Edelmetallen in dieser Zwischenphase, in den nächsten 10 Jahren, eine erhöhte Bedeutung zukommen und die wird auch in der Bewertung messbar sein. Volker Hellmeier, wie immer klare Worte hier auch auf dem Deutschen Derivatetag. Ich wünsche Ihnen noch gute Gespräche hier mit Kollegen und Zuschauern. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.